Servus bei Let's Play South Park, direkter Cholera-Zerreißprobe. Ja, wir sind jetzt hier ganz alleine, unser kleiner Held. Die Eltern streiten sich wieder und wir essen wieder mal ganz alleine unser Abendessen. Schaut irgendwie gleich aus wie das von gestern. Ach, Eltern, man sollte nie erwachsen werden. Man sollte 25 Staffeln lang ein Kind bleiben dürfen. Ach ja. Gute Nacht. Oh, er tut mir schon irgendwie leid, unser kleiner Saftsack. Aber wir gehen jetzt ins Bett. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Japaner. Jetzt schlaf gut. Und lass die Nacht hereinbrechen. Ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheiß auf Freedom Pearls. Es wird Zeit, dass der kleine Saftsack sich verwandelt in den furzenden Selbstjustizler. Haben wir da was? Nein. Den König der Menschen und der Elfen. Was geht hier bitte ab? Oh. Schauen wir mal nach, was ist da oben eigentlich los? Immer noch gesperrt? Okay, Papa meint's ernst. Ja. Ein Schlüsselchen. Nicht mit mir. Verdammt, es ist gefährlich. Sie lauern dir auf. Wo bin ich? Scheiß ich drauf. Scheiß Kunstagramm. Ja, ich weiß, warum er was gegen Kunstagramm hat. Weil wir sollten halt kennen, aber ich verstehe es halt nicht, dass sie dann hergingen und immer sagen, geh raus, geh spielen, finde Freunde, ich folge dir erst, wenn du so und so viele hast, bla 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 bla. So, Onus. Nur eine Frage, wenn die Tür nach außen aufgeht. Meisterrätsellöser war ein besonders schweres Rätsel. Tada, du solltest weniger kiffen. Und auch keine Hashbrownies. Oh. Bullshit. Du bist gekommen. So sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Toolshed. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos verschwinden. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld und mein Vater geistig behindert. Ja, das stimmt allerdings, der Randy. Ah, ich mag den Randy irgendwie. Er ist schon cool. Schon wieder. Verdammte Bitch! Warum bist du? Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure! Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen! Okay. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst.
Vielleicht will Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn damals nicht gerettet hat. Okay. Ich weiß nicht, mich stört es, dass wir in der Garage nichts finden. Es ist aber nichts da. Oh, hallo. Die lassen sie. Warte, was? Was geht hier ab, bitte? Und was ist mit dir? Ist deinen Eltern auch irgendwas passiert? Mein Vater hat meine Mutter gefickt. Okay, ich verstehe, wenn du nicht darüber reden willst. Ich habe das nie verarbeiten können. Okay. Ich will nichts sagen, aber... Lava... Lava Eis! Das ist Mysterions Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Oh. 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 Das ist immer so deprimierend. Da erinnern. Ein Motor auf dem Tisch. Du schaust, ja, Cartman tut schon wieder Hass streuen. Moment. Was ist hier? Macaroni! Nein, nicht hier lang. Mir nach! Oh. Toolshed, du bist doch mit dem Werkzeug begnadet. Kannst du das irgendwie machen? Weil du das Mess nicht gekauft hast, sondern ich. Du hast das Mess von uns... Okay, das... Sternenkind, Anzugrezept, Sternenkind, Stirnbandrezept. Nice. Oh, ein Yowie-Bild. Fröhliche Rückkehr. Tschüss. Das ist ein süßes Bild. Das dürfte Kennys Schwester sein. Hallo. Hallo. Ich bin's. Ibims, der Selbstjustizler. Und natürlich ist das Kennys Zimmer. Okay. Oh Mann, so lad irgendwie und das traue ich ihn noch aus. Vielleicht ist eine Freundschaftskette. Oh, Wild West. Charakterbogen von Mysterion. Kennys Keuschheitsring. Alter, ja, diese Folge. Okay. Stopp. Hier. Ein Drogenfläschchen. Na klar, dass wir das da herinnen finden. Mysterion dürfte nicht unterwegs sein, denn hier hängt sein Anzug. Oder er ist schon wieder mal gestorben. Wenn du ins Versteck von Professor Chaos willst, drück den Knopf. Ja. Es wird Zeit, dir mein mächtigstes Werkzeug zu zeigen, den Sandblaster. Moment einmal. Warte mal. Okay, das ist aber noch nicht alles. Damit war Kennys Familie ihre Fertiggerichte warm. Ja, genau. Narbenwunde, Kostüm und mehr ist hier auch nicht. Gut, bevor wir da jetzt dann weiter kurz gingen, ich möchte kurz beim Artefakt, ich habe ein Artefakt gekriegt. Ein scheiß Artefakt, aber ein Artefakt, was wir hier in der mörderischen sozialen Sechstklässler-Hierarchie nutzen die dominanten Männchen oft den Ego-Blaster, um die angeblichen Herausforderer zu verjagen. Ja, das hatte, wer hat das eigentlich nicht zu Hause, welches Kind der 90er?
So, ich muss nämlich zum Crafting Rang 17 noch aufsteigen, dass ich die da auf Level 100 bringen kann. Das wäre mir ein Jumbo-Pläsier. Aber brauchst du einen Stand? Makaroni-Bild? Machen wir sofort. Leider Gottes. Alter, ich brauche unbedingt Stoffballen. Die geben... Es gibt 24. Okay. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Okay. Schalt ihn an, dann siehst du meine Kräfte. Ah! Ja, genau. Wie kommt Mysterio durch? Oh, hallo. Hallo. Lolo? Ich will da irgendwie rauf, was wahrscheinlich jetzt gar nicht gehen wird. Oh. Oh, hallo, hallo. Kabam. Kabam. Durchbohren sollte sich irgendwie nach Werkzeug anhören. War wohl ziemlich Es gibt nicht Scheiße. Viele Werkzeugsprüche, okay? Okay, du bist dran. Wir nehmen die Typen in die Zange. Wie ist der? Ich bastel später was. Wie viele sind es? Shit. Okay. Dann nutzt mir meine Assassinenkraft eher weniger. Geht das, aber da würde ich wieder an den nicht rankommen, oder? Geht das durch? Probieren wir's. Hey, Karl, sag diesen Superhelden, was wir mit Eindringlingen machen. Was? Sie sind zu viert? Nee, warte. Genau, wir vermöbeln sie. Tunchet, was kannst du eigentlich? Einmal Heilung? Was ist das? Ein Angriff, der... Okay. Scheiße. Ja, probieren wir das einmal. Ohne Schrauber! Ah, die Gene. Der Angriff. Ich mach dich zu meinem neuen Klo. Nein. Das tust du nicht. Nesser Angriff auf jeden Fall. Es könnte sein, dass ich den sogar weghauen kann. Ja, kann nicht nur sein, ist so. So, was kann ich mit dir machen? Und der ist weg. No problema. Die machen wir platt. Bullshit. Glaub, das sind... Nein, ich erwische ihn nicht. Aber so erwische ihn. Meinem Bett. Brauch sie also zurück. Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Das ist nicht gut. Das kann ich nicht zulassen. Bullshit und ich sind Partner. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Nein, Entschuldigung. Shit, er ist zu weit weg. Kreuzschlitzer! Ja! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer! Und das war's. Eine Rückstoßkraft ist der Hammer eigentlich. Okay, ein kleines Verstandssiphon. Und Uraggression, eine neue DNA. Diese DNA schauen wir sie natürlich an und da den Verstandsziffern.
Wo ist er da? Eigentlich gar nicht so schwach, aber zu schwach für uns. Wenn die Opfer des Sephons bemerken, dass sie in seinen Strudel aus Schuldgefühlen für ihr privilegiertes Leben gezogen wurden, ist es eh schon zu spät für sie. Und hier, was haben wir hier? Dieser Strang ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfpenergenen, die deinen Schaden in allen Bereichen verstärken. Aber meine Gesundheit, das mag ich nicht. Gesundheit ist für mich immer so eine ganz wichtige Sache. Und schau mal, weil die haben auch ein Yaoi-Bild. Mehr bitte hätte er noch... Nehmen? Was ist... Ah, hier liegt ja Geld. Krass. Da liegt viel Geld. Nice. Wir kommen ja direkt ein bisschen zu Geld. Ein bisschen. Ja, die ist mit der schmutzigen Spritze und schmutziges Pflaster ist eher so. Zunge in Twig. Hier haben wir noch so ein kleines Päckchen. Übrig geblieben ein mongolisches Rindfleisch, na klar. Oh. Und das war. Na, da bin ich. Stopp. Ey, ey, ey. Okay, lass uns weitergehen. Freedom Pearls. Also ich bin froh, dass meine Schwäche die Krebsmenschen sind. Blah, die Pissecke. Ah, hier hat Mysterion anscheinend geübt. Ah, use storage. Nice. Ich gehe mal in die andere Richtung. Tschüssi. Shit. War doch sowas von klar. Sie sind hier, um Freunde sammeln. Sie an der verräterische Arschficker ist auch da. Hey, wow, nee. Ich hab gesagt, ich helfe dem Wunderarsch, nicht euch. Tja, der Neue ist ein Kuhnfreund und Kuhnfreunde halten zusammen, du Arsch. Kommt, wir müssen über diesen Zaun. Ja, Toolset, genau das will Wunderarsch. Na gut. Wenn es einen Generator in der Nähe gibt, kann ich mit dem Sandblaster fast jedes Hindernis bewältigen. Wow, das ist fantastisch. Geschafft! Cool and Friends vorwärts! Nur noch eins vorweg, Toolset. Ich traue dir nicht. Eine falsche Bewegung und ich mach dich platt. Ich bin nicht wegen dir hier, fetter Arsch. Danach sind wir wieder Todfeinde. Okay, Classy hat gesagt, dass die Katzen hierher gebracht werden. Alle Mann ausschwärmen! Hier, Miet. Miet. Reden wir genau schon wieder Drogensüchtigen umeinander und die Sechsklässler. Mieti. Was ist das? Das ist nix. Wow. Entschuldigung. Miet. Hierher, Miet. Was ist Krambles? Mit dem kann ich leider immer noch kein Selfie machen. Klebeband. Ich brauche einen Boost. Ich dachte, als Drachen könnte man fliegen. Nein, nicht immer. Und ich dachte, als Drachen wäre man leichter. Das ist ein Drachenklischee. Scrambles? Ich glaube, hier sind keine Katzen. Was ist das? Was gefunden? Was geht hier ab? Chaos! Was zur? Hallo, Coon Friends! Coon and Friends! Hereinspaziert! Ich habe unvorstellbar viel Alufolie und Lakaien gekauft! Ich habe $20,000 bekommen, um Schnüffler hier fernzuhalten! Was? 20.000, um Leute vom Rumschnüffeln abzuhalten! Das schaffe ich aber schon mit ein paar hundert! Wisst ihr, was ich mit dem restlichen Batzen mache? Die in Paris den Schwanz verlängern lassen und Französinnen ficken? Super, Craig! Falsch! Ich vernichte diese Stadt und beweise, dass ich der Super-Schurke bin! Nicht dieses Oberboss-Arschgesicht! Lebt wohl, Coon Friends! Was? Lakaien? Nein, ihr müsst sie umbringen! Ach, verdammt!
Oh Mann, okay, finden wir, wonach wir suchen und dann weg hier. Was war das? Willkommen im Hort unaussprechlichen Chaos und Schreckens. Ich pack es nicht. Ich liebe Chaos. Und ich werde mit dem Professor Chaos. Okay. Oh, nice. Die Musik, voll geil. Zack. Was ist das? Use Door, Mitarbeiterschlüssel, wichtiger Gegenstand. Champion-Anzug. Ist das alles da erinnern? Ja, scheiße. Ich bock das immer noch nicht. Im Barista den Schwanz verlängern. Ich liebe das. Dieser trockene, tiefe Humor. Da könnt ihr die mir anhören. Na gut, meine Lieben, das war's mal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie es mit Professor Chaos weitergeht. Ich freue mich, dass wir endlich mit gegen Chaos kämpfen können. Auf das habe ich schon gewartet. Da ich mir gedacht habe, er wird hier sein. Er war der Einzige, dem wir noch nicht begegnet sind. Und er ist doch der größte Superschurke dieser Welt. Glaubt er jedenfalls. Aber wir sind hier, um ihm das Handwerk zu legen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Fuliwa. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden. Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Federfaustschlag! Verflucht! Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Kuhn and Friends sammeln! Freedom Pearls antreten! Verdammte Scheiße! So ein Arschloch-Kuhn! Mosquito schwirrt! Super Craig ist schwul! Timmy! Bis zum nächsten Mal! Alter, was? Verarschst du mich? Blitzfreak? Gottverdammt, ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht.